So, jetzt los, lasst uns in die Speisekammer gehen. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Speisekammer auf der anderen Seite des Hauses. Macht überhaupt keinen Sinn, das so zu organisieren. Aber jetzt schauen wir doch mal, was wir hier vorfinden. Ist das? Verdammt! Sie haben auch Thales ermordet! Sag mal, wie viele von diesen Zetteln schleppt denn so ein dunklen Warum sollte denn die Bruder da? dunkle Bruderschaft? Oh nein! Wir müssen uns unterhalten! Sollten uns auf jeden Fall unterhalten. Aber wenn du jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo reingehen in den Raum, sagst, wir müssen uns unterhalten, dann unterhalten wir uns halt. Alles klar. Ja. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Ach so. Der Assassine ist Thales hier hineingefolgt, hat sie ermordet und ihren Platz eingenommen, damit er in den Wachturm gelangen konnte. Okay. Ziemlich schlau, doch er hätte sie nicht umbringen müssen. Klingt aber wie das übliche Vorgehen. Nein, zumindest nicht nach dem, was ich so gelesen habe. Ich dachte, sie würde nur jene töten, deren Namen in ihren Kontrakten auftauchen. Das stimmt natürlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand um den Tod einer armen Dienstbotin bittet. Ja. Wir sollten wohl nach Leerwin zurück und Ratsherr Lovidicus und Hauptmann Rian Bescheid ja, geben. aber wir müssen erst nach Ratsherrin Valeria sehen. Valeria. Und jemand muss nach Gideon und sicherstellen, dass es Ratsherr Vandasia gut geht. Vandasia. Kann ich euch diese Aufgabe überlassen? Jojo. Ich will nach Leerwin zurückkehren und mich mit Ratsherr Lovidicus besprechen. Na klar. Ich schaue nach den anderen beiden. Oh, da ist was dran. Meldet euch bei Kommandant Ortin, ehe ihr loszieht. Erzählt ihm, was Thales zugestoßen ist. Ja, klar. Und wie wir vermuten, dass der Assassine unentdeckt in den Wachturm schlüpfen konnte. Seine Brigadiere müssen den Hochstapler erkennen, wenn sie ihn sehen. Ich erzähle es ihm. Und die beiden anderen, die benachrichtige ich auch. Und dann treffen wir uns in Leerwin. Nach eurer Meldung beim Kommandanten stellt ihr Kontakt zu den Ratsmitgliedern Valeria und Vandasia her. Habe ich ja gerade gesagt. Valeria ist in die Gezeitenhöhle gegangen, um ihre Aufzeichnungen zu holen. Vandasia arbeitet im Gerichtsgebäude von Gideon. Angeknackste Eicheln! Plötzlich überkam mich ein äußerst seltsames Gefühl. Ein äußerst... Geht's dir gut? Ja. Nein, ja, ich weiß es nicht. Wir sprachen über die Ratsmitglieder, Valeria und Vandasia. Plötzlich hatte ich eine Vorahnung. Ehrlich? Sie war kurz, verstörend und etwas unangenehm. Wie die Träume, die mich heimsuchen. Doch das war das erste Mal, während ich wach war. Was war denn? Erinnert ihr euch an das seltsame Buch, das ich gefunden habe? Das in dädrischer Schrift verfasste, das ich nicht lesen kann? Ich habe Albträume, seit ich es gefunden habe. Und die Träume werden häufiger. Dieses Mal geschah es tatsächlich, während wir uns gerade unterhielten. Ja, ist wohl ein dädrisches Buch. Also was ist denn passiert? Es war nur ein Aufblitzen. Aber es ging mit einer Empfindung einher. Ich fühlte ein alles überwältigendes Böses, vereint in einer Gestalt, die ich vor meinem geistigen Auge sah. Oh mein Gott. Als ob mir jemand kurz ein Porträt vors Gesicht gehalten hätte, nur um es gleich wieder wegzuziehen. Wie sah der Typ aus? Es war ein Kultist der erwachenden Flamme, glaube ich. Oh. Jemand Mächtiges, ein Oberhaupt, eine dunkle Silhouette gehüllt in einen Mantel. Ich werde nie das Gefühl vergessen, das sie in mir hervorrief. Es war eine Welle der Hoffnungslosigkeit. Damit können wir uns später herumschlagen. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Ja, ich weiß auch nicht, warum du mir das jetzt erzählt hast. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, für eine Speisekammer schaut es hier irgendwie ganz schön leer aus. Gut. Also ich quatsch jetzt hier mit dem guten Kommandant. Nun gut. Ihr habt mit den Dienstboten der Feste gesprochen und in unserer Speisekammer herumgewühlt. Wie lautet das Urteil? Habt ihr die verschwundene Dienstbotin gefunden? Ja, sie ist auch tot. Das ist ja grauenhaft. Seid ihr euch sicher? Nein, natürlich seid ihr euch sicher. Niemand würde bei so etwas lügen. Ich werde ihrem Bruder erzählen, was vorgefallen ist und jemanden schicken, der sich um die Leiche kümmert. Gut. Ihr Götter. Was war das nur für ein Tag? Und er ist noch nicht mal vorbei. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier in der Werkschicht meine
rauschen. Hier Ratsherrin Vandazia. Und hier unten die Valeria. Das macht natürlich Sinn, das zuerst zu machen, weil das ist halt am nächsten, gell? So, da so. Gut, dann war schön mit euch, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Überall, wo ich hinkomme, sind immer Tote. Vielleicht sollte ich einfach nicht mehr irgendwo hingehen. Oder so. Naja, spannend. Was reite ich denn jetzt dazu? Auf irgendeine Ruine? Jo. Schicke Ruine. Die blau leuchtet. Ich habe einen Alleinbrunnen entdeckt. Soll ich den aktivieren? Ich habe den Alleinbrunnen aktiviert. Und damit habe ich jetzt einen Alleinsegen, aber ich weiß nicht, was es ist. Ah, Gewehr 10 Minuten mehr Leben. Schön. Wer hätte das gedacht? Ja. Aber da will ich jetzt gar nicht rein, wie es ausschaut. Sondern ich will eigentlich da lang. Da ist irgendwie die Gezeitenhöhle. Da will ich rein. Aber da scheint es einen Questgeber zu geben. Da unten. Oh, und es gibt lecker Ahorn. Naja, Questgeber ist ein bisschen zu viel. Schatznachricht des Piraten. Ich könnte ja leider sagen, die ist der Hafen Leerwin. Okay, also. Neuer Quest. Ja. Das mache ich dann. Nachher. Aber erst gehen wir mal in die Gezeitenhöhle. Gucken mal, ob wir da irgendwie helfen können. Wie, ich komme nicht rein. Wie, ich komme nicht rein. Wie, ich komme nicht rein. Ich kann das nicht anklicken. Gibt's da noch einen anderen Eingang? Aha, das andere ist ein Ausgang oder was? Kann natürlich sein. Na dann gehen wir halt hier rein. Aha, ja. Okay. Naja. Ist nicht doof, wenn die Gezeitenhöhle bei den Gezeiten dann. Was für riesige. Wow. Gut. Ansonsten schaut es aus wie eine Höhle. Oh, es gibt Todsprenger. Bist du recht aggro? Boah, ein Frosch? Ich habe schon so lange nicht mehr gekämpft. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Todspringer. Der wunderschön, Todspringerchen. Und eine Reifzecke. Hm.
Nein! Krokodil! Warum gibt's hier denn so eine Höhle? Für was ist die gut? Für das Rezept Kräuterblumentee. Ja gut. Kann ich nicht lernen, weil ich noch keine Rezeptqualität gelernt habe. Na, jetzt aber da kommen wir doch dann jetzt hier mal an den Punkt, wo wir dann mal sagen können, so. Der Sumpfhund legt sich hin. Und ich... Da wäre jetzt eine Leiter nach oben gegangen. Wie geht's ja los? Zu, meine ich. Brigadefeldwebel, Brigadist. Die Söldnerin. Ein klein wenig später und ihr hättet eine leere Höhle gefunden. Mhm. Ja. Muss ich doch gleich mal den Wandschrank durchsuchen und den Schrecken des Todsprengers ja, durchlesen. Ja, den Lotus-Tee, den kann ich lernen, das ist schön. Da hinten geht es vielleicht dann da raus, wo ich vorhin nicht reingekommen bin. Und diese Leiter hier ist fake, oder was? Ja, kommt man nicht hoch. Na gut, dann... Mädchen. Euer Zeitgefühl ist wirklich unfehlbar. Mhm. Wir haben bereits meine Aufzeichnungen eingesammelt und wollten gerade aufbrechen. Doch welche Nachrichten gibt es von den anderen Ratsmitgliedern? Tot. Hat eure Warnung sie rechtzeitig erreicht? Tot. Alle drei? Hm. Das sind entmutigende Nachrichten. Nun, ich werde meine Aufzeichnungen nach Leyavin bringen. Vielleicht kann ich zusammen mit Ratsherr Lovidicus die vergangenen Ereignisse ergründen, die uns nun zu schaffen machen. Was hast du denn da für Aufzeichnungen? Nur was sich in einem Leben als Staatsdienerin und Bürokratin so ansammelt. Okay. Vor allem Finanzaufzeichnungen, aber auch Protokolle, Hauptbücher und derlei Dinge. Hauptbücher? Ich war für den Staatshaushalt und die Finanzen sowie für die Erhebung von Steuern und für öffentliche Aufträge zuständig. Und ich habe alles makellos verzeichnet. Na super. Also wir haben Jerichs Akten gefunden. Mal schauen, wer sie entschlüsseln kann. Das freut mich zu hören. Kaiser Leowig hat gern Dinge in verschlüsselten Dokumenten verborgen. Doch was ist mit Ratsherr Vandasia? Wissen wir, ob er in Gideon noch sicher ist? Gideon ist das Nächste, was drankommt. Perfekt. Erinnert ihn daran, dass er zu alt ist, um den Helden zu spielen. Ich will ihn lieber früher als später im Kastell Leyavin sehen. Okay. Diese Brigadisten werden dafür sorgen, dass ich die Stadt sicher erreiche. Ich und meine Aufzeichnung. Ja. Mögen die Götter euch behüten, Söldnerin. Das wäre schon schön, wenn sie das machen würden. Drei Brigadisten könnten es vielleicht schaffen. Ja, dann gehe ich wieder. So, dann bin ich jetzt also hier draußen. Und oh. Könnte ich schnell den anderen Quest machen, ne? Das Geschenk des Piraten. Sollte ein ganz easy Task sein. Einfach irgendwas finden, aufsammeln. Quest beendet. Super Waffe, super Rüstung. Irgendwas Leckeres mit Geschmack. Oder halt auch nicht. Oh. Minotauren-Schamane. Auf jeden Fall gibt es hier auch noch eine Himmelsscherbe.
die Minotauren dabei. Wo kommen die denn her? Wie komme ich denn da hoch? Sitzgelegenheit, ja, das wollte ich nicht. Obsidian ist gut. Blaupause ist gut. Getränke. Rekrut, ich hätte ihn beinahe angegriffen. Zitrone ist gut. Nein, ich habe schon wieder Sitzgelegenheit. Zitrone und da ist auch schon die Himmelsscherbe. Sucht in der Notiz des Piraten nach Hinweisen. Ich sollte vielleicht nochmal die Notiz des Piraten lesen. Wir sind chancenlos. Die blaue Wamasu ist uns überlegen. Wir liegen tief im Wasser. Ich gönne Ihnen meinen Schatz, ich mir lieber sollte ihn haben. Lieber sollt ihr ihn haben. Gegenüber dem liegt ein Wasserfall. Folgt dem Wasser zu seiner Quelle. Ja, den Wasserfall müsste ich jetzt hier erstmal finden. Hier? Macht total Sinn. Upsa. Upsakowski. Jetzt schauen wir uns mal den Goblin Rankenrufer an. Was der so kann. Warum hat es der an dem Minotaur da so rumgemacht? Aus dem Trinkschlauch kriege ich lecker Wasser. Das ist eine Kiste, die leer ist. Schickes Feuer. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Abgeschlossen. Wie abgeschlossen? Ach so, abgeschlossen. Ich bin überhaupt keinem Wasserfall gefolgt und so. Sorry. Captain Wolders Hammer. Einhändig, Lebensentzug. Ja, schön. Schön, schön, schön. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann können wir jetzt eigentlich tatsächlich einfach uns hier auf den Weg machen. Nach dahin. Aber wie wir da hinkommen, da sollten wir uns nochmal ganz genau überlegen, welchen Weg wir da nehmen.